Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin der Dan und beschäftige mich mit Pen & Paper Rollenspielen und das sehr, sehr intensiv, auch in meinem Webshop www.dans-abenteuerwelt.de, in dem du auch viel Spielmaterial in meinem Blog gratis runterladen kannst zum direkten Losspielen. Worum geht's heute in dem Video? Das ist ein relativ spontanes Video. Die Idee kam mir gerade so bei dem Durchschauen von alten Midgard-Abenteuern. Und da ist mir aufgefallen, ich habe in meinem Leben sehr wenig Kaufabenteuer gespielt. Und auch sehr wenig Kaufabenteuer geleitet. Ein paar schon, aber nicht sehr viele. Naja, und beziehungsweise gerade so viele, dass mir was aufgefallen ist. Das ist ein Ding, ich weiß nicht, ob das persönlich ist von mir oder ob das generell so ist. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, eure Meinung dazu oder wie ihr zu dem Thema steht. Ich bin der Meinung, Kaufabenteuer stressen mich mehr als selbstgeschriebene Abenteuer. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt an mir in meiner Person. Wenn ich ein Abenteuer habe, dann möchte ich das immer ganz komplett durchdringen und die ganze Welt verstehen. Ja, ich gehe nicht davon ran, irgendwie zu sagen, ja, die Welt ist jetzt, das Abenteuer läuft so und so und so und so, sondern ich will die komplette Welt verstehen und dadurch ist das für mich immer sehr, sehr aufwendig, das alles vorzubereiten. Und wenn ich dann leite, habe ich immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen an der Kette liege, ne? Und ich muss immer drüber nachdenken, was stand jetzt nochmal im Abenteuer? Und das hat mich eine ganz lange Zeit gestresst. Es stresst mich heute aber immer noch. Aber ich leite ja jetzt hauptsächlich meine eigenen Abenteuer, wenn überhaupt. Vielleicht ist das, was mich ein bisschen so entstresst. Aber ich würde natürlich sehr, sehr gerne mehr Kaufabenteuer auch hier spielleiten. Aus dem Grund, weil ich gerne möchte, dass zum Beispiel Midgard-Abenteuer oder Abenteuer 1880-Abenteuer auf meinem Kanal kommen. Und zwar Originalabenteuer, dass man da sagt, das kann man mal sich mal angucken, so wie so ein Abenteuer abläuft. Und die ganzen Abenteuer auf meinem Kanal, auch die der Chris leitet, das sind ja alles selbstgeschriebene Abenteuer. Da geht es ja darum, die Kultur darzustellen. Und weniger darum, ein Abenteuer so zu leiten, wie es da steht im Buch. Ja. Und deswegen wollte ich mal von euch wissen, ob das euch auch so geht. Stresst euch das, wenn ihr Details genau vorgegeben findet oder macht ihr das nicht so? Also es geht ja schon dann bei mir los, dass ich mir dann eigene Blätter anlege, in denen ich die ganzen Spielwerte von den Gegnern drin habe und so weiter, die ich mir dann extra nochmal anlege, Abläufe nochmal selbst erarbeite. Und trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Vielleicht ist meine Vorbereitung da auch falsch. Vielleicht sollte ich das so machen, wie ich auch meine eigenen Sachen konzipiere. Eher von den Fraktionen ausdenken. Eher mir die Gegenspieler anschauen und weniger, was das Abenteuer vorschlägt, was die Gegenspieler tun, sondern mir vielleicht nur kurze Listen machen. Zum Beispiel, ich habe die Runenklinge geleitet, das ist eine Midgard-Einsteiger-Kampagne, die aber eine vollwertige Story hat. Also das ist keine Huppi-Fluppi-Story, die jetzt in einem One-Shot abgefrühstückt ist, sondern das ist eine richtige Einsteiger-Kampagne, die, ich glaube, wenn man sie zügig spielt, wahrscheinlich schon ein halbes Jahr dauert. Ja, wir haben jetzt anderthalb Jahre gedauert, aber da hatte ich auch noch eine lange Pause dazwischen. Und ich habe da immer groß vorbereitet und so weiter und so fort. Und die Motivation der Gegenspieler habe ich gerade im letzten Abenteuer zu wenig ausgearbeitet. Und ich glaube, ich hätte mir einen Sheet machen sollen, nur mit Dingen, die stattfinden können. Und vielleicht mit der Seitenzahl und vielleicht Figuren, die daran beteiligt sind. Wirklich nur so ein eine komplette grobe Übersicht, um einfach da schneller zu sein und dann
auf die Seite zu springen, wenn ich irgendeine Information brauche. Weil im Endeffekt ist es eigentlich vollkommen egal, ob der Dieb jetzt eine Brosche dabei hat, die 50 Goldstücke wert ist, oder ein Amulett, das 100 wert ist. Oder die Spielwerte sind auch echt nicht so wichtig, dass ich jetzt die Originalspielwerte aus dem Buch brauche. Ja? Aber ich glaube, ich muss da jetzt nochmal für mich komplett umdenken und für mich eine neue Struktur erarbeiten, wie ich Kaufabenteuer organisiere. Weil ich muss mich ja bei Kaufabenteuern immer in die Gedankenwelt und in den Ablauf eines anderen hineinversetzen und kann nicht, oder habe das Gefühl, ich kann nicht frei entscheiden. Ich gehe davon aus, dass die meisten Autoren das aber wollen, ne? Dass man sagt so, ey, wir bieten euch eine Menge Zeug, was ihr machen könnt. Ob ihr das so macht, liegt an euch. Aber wir geben das euch an die Hand. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Überfälle in der Nacht oder dieses oder jenes. Wie reagieren die Gegenspieler? Wann flüchten sie? Wie flüchten sie? Und so weiter und so fort. Oder kämpfen sie dann? Oder wie reagieren die? Schicken die Spitzel oder schicken die gleich ein Mordkommando oder was auch immer? Und das ist für mich war das immer so ein bisschen stressig, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn du jetzt was Falsches machst oder was nicht so im Abenteuer steht, dann torpedierst du das ganze Abenteuer. Es ist nicht so, aber ich habe das Gefühl. Und da würde ich euch auch gerne um Tipps bitten, denn egal wie lang man Rollenspiele spielt, wie oft man geleitet hat, wie erfahren oder unerfahren man ist, Tipps von anderen sind immer sehr, sehr interessant und wichtig. Und viele Leute, die denken, ach, ich habe eigentlich gar nichts zu erklären oder ich habe eigentlich gar nichts, was ich dir beibringen kann, die haben oft Sachen, da denkt man sich so, ja, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Also, nur, wie gesagt, kurzes Video. Wie organisiert ihr euer, oder wie strukturiert ihr eure Kaufabenteuer? Leitet ihr direkt aus dem Heft oder macht ihr euch, markiert ihr die Dinge im Heft, also malt das an oder markiert ihr Stellen? Schreibt ihr euch eure Gegner vorher raus? Schreibt ihr euch einen gewissen Ablauf vorher raus? Wie macht ihr das? Wie strukturiert ihr ein Kaufabenteuer so, dass ihr nicht während dem Abenteuer zu viel blättern müsst? Oder ist das auch so ein Ding von mir, dass ich irgendwie einfach den Anspruch habe, gar nicht zu blättern, alles auswendig zu machen? Ja, das kann ja auch sein, dass das mein Problem ist, ja. Dass ich einfach sagen will, ich will gar nicht ins Abenteuer reinschauen, ich will das alles auswendig wissen und auswendig lernen und nur so ein paar Eckdaten will ich aufschreiben und so weiter. Kann ja auch sein, dass das mein Problem ist. Also, ich möchte gerne diese Diskussion mal anstoßen mit euch und deswegen haut in die Kommentare, wie ihr ein Kaufabenteuer, egal von welchem System, vorbereitet. Und ich rede jetzt nicht, bitte nicht, One-Shots. Ich rede von großen Abenteuern. Habe ich eins hier? Ja. Große Abenteuer mit vielen Seiten, mit viel Text, mit viel Handlung. Ja. Sagen wir mal mindestens Few Shots, also 2, 3, 4 Sitzungen lang. Ja. Das würde mich mal interessieren. Alles klar, Leute, das war's. Ein kurzer Anregung, ein kurzes Klagelied von mir, ja, wo meine Probleme sind. Und vielleicht können wir ja zusammen eine Lösung erarbeiten. Denn ich habe Bock, jetzt habe ich es gerade schon mal gezeigt, solche Dinge hier, solche Abenteuer, ja, die auch auf dem Kanal zu bringen. Alte Midgard-Abenteuer, alte große Abenteuer, auch von Abenteuer 1880 und so. Und ich muss das irgendwie hinkriegen, dass ich entspannter bin. Und vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, weil, ja, ihr seid viele Leute, ihr habt schon viel gemacht, viel geleitet und viel getan und vielleicht sind ja Leute draußen, die tolle Ideen haben, vor allem wie ich das schön kurz, knackig und prägnant vorbereiten kann. Organisation ist da oder Vorbereitung ist da das Fremdwort oder das Wort, was ich suche. Ja, hier unten ist jetzt gerade eine kleine Katze aufgetaucht, die hat Hunger, ja. Und die braucht jetzt Futter. Also, ihr haut in die Tasten und die zwei futtern jetzt erstmal ordentlich ein Töpfchen Katzenfutter. Macht's gut, Leute, und ciao.